Endlich gibt es wieder ein besonderes Messeerlebnis für Besucher aller Altersgruppen, denn mit dem Frühjahrstrio Guten Appetit 50+ und Familienglück in Ried im Innkreis macht diese großartige Messe so richtig Lust auf zwei tolle Tage. Gemeint sind natürlich der 9. und 10. April. Wir haben drei super Themen mit einem Ticket und alles unter einem Dach und wir haben das jetzt unter den Oberbegriff Frühjahrstrio zusammengefasst und es ist wirklich eine Genussmesse, eine Erlebnismesse für die ganze Familie. Geht los beim Familienglück, für die Kleinsten, großes Spielefest, Feuerwehr ist vor Ort, Seminarbäuerinnen, also da gibt es ein ganz ein tolles Angebot, unter anderem auch mit Kinder- und Familienkonzerte von Ratzfatz und Blutsching. Natürlich der ganze Genussbereich für jedes Alter. Und auch 50+ Ausflug, Beratung, Ernährung, Erlebnis, Freizeit. Und ich glaube, da ist uns wieder wirklich was Tolles gelungen. Außerdem gibt es eine tolle Weinlounge, die am 9. April bis 21 Uhr geöffnet hat. Das Konzept ist absolut stimmig, weil es alle Themenbereiche abdeckt, die das Leben so lebenswert machen. Wir bieten dieses Jahr mit dem Frühjahrstrio Guten Appetit 50+ und neu der Familienglück wirklich ein sehr gutes Angebot für die ganze Familie, von Kindern bis zu den Großeltern, von Genießer bis zu denjenigen, die einfach was erleben wollen. Und wir freuen uns, dass es dieses Jahr wieder losgeht mit dem Frühjahrstrio. Kulinarisch im Mittelpunkt stehen sowohl die Seminarbäuerinnen als auch der Verein Wies Innviertel schmeckt. Die Innviertler Kulinarik mit ihrer Mannigfaltigkeit hat jetzt genauso wie viele andere Wirtschaftsbereiche auch eine mehr als zweijährige Durststrecke hinter sich. Und wir als landwirtschaftliche Direktvermarktungsbetriebe und Manufakturbetriebe mit 50 Mitgliedern und über 2000 Produkten im Hintergrund, wir haben uns dahingehend ja gegründet und entwickelt, die Kulinarik nach außen zu tragen. Und die Messe bietet jetzt eine gute Plattform und auf das freuen wir uns natürlich. Guten Appetit, 50+ und Familienglück, ein Frühjahrstrio, auf das man sich einfach freuen muss. Jetzt packen wir es wieder, es waren schwierige Zeiten, es werden auch schwierige Zeiten werden, nur es hat uns auch die letzten zwei Jahre gezeigt, auch, wenn man die Sache positiv herangeht, dann wird es auch positiv enden, das Ganze. Und so gehen wir es auch jetzt wieder an, sagen wir mal, in der Phase, in der wir stehen, mit der Messe starten wir positiv und das ist der Startschuss, dass es wieder alles besser wird. Also am 9. und 10. April heißt es auf nach Ried zum Frühjahrstrio, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Ein Ticket, drei Themenwelten und die Konzerte gibt's kostenlos dazu.